Sie ganz herzlich begrüßen zum Panel Tier-Mensch-Beziehung entwerfen, dem ich spontan noch den Untertitel Die Wesen der Städtebildung verpasst habe. Bezieht sich auf den Volkswirt und Soziologen Werner Sombart, der um die Wende zum 21. Jahrhundert über den Begriff der Stadt und das Wesen der Städtebildung schrieb im Archiv, wie Sie da unten sehen können, eine Angabe für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Als Volkswirt war die Stadt und die Städtebildung für ihn natürlich geprägt vom Kapitalismus. Ich wollte damit mal anregen, vielleicht auch über die Begriffe von Anthropozän und Kapitalozän, dass es da vielleicht auch noch andere gibt, um das zu greifen, was da passiert. Zu zwei, drei Dingen, die ich über Natur weiß als Kulturwissenschaftlerin, möchte ich gerne in loser Anlehnung an Lucius Burckhardt Natur als einen raffinierten Trick unserer Sprache anbringen. Mit diesem Ausdruck, so Burckhardt, bringen wir es fertig, aus den Millionen von Eindrücken ein Bild zu formen, welches von unserem Wahrnehmungsvermögen bearbeitet und beurteilt werden kann. Es gibt durchaus Kulturwissenschaftlerinnen, die über Kultur quasi das Gleiche sagen. Jedes Nachdenken über Naturenkulturen ist also gleichzeitig ein Nachdenken über uns selbst, über unser Wahrnehmungsvermögen und unsere kulturellen Voraussetzungen. Landschaft, um noch mal an Burckhardt anzuschließen, können wir auf zweierlei Weise gestalten, als Dichter und als Gärtner. Und beide Gestaltungsweisen sind miteinander verknüpft in einer fundamentalen kulturellen Relation. Ich beginne dieses Panel nun nicht mit Lucius Burckhardt wegen des hübschen Kasselbezugs oder um mich gemein zu machen, obschon ich weder im Entwurf ausgebildet noch Dichterin oder Gärtnerin bin. Vielmehr möchte ich da auf zwei Dinge hinaus. Zunächst werde ich aber freilich die zwei Panelisten vorstellen. Annibal Arregui und Thomas Haug werden aus zwei Disziplinen und somit auch bestimmten Wahrnehmungs- und Ordnungsweisen heraus Perspektiven auf More Than Human Places in Dialog bringen. Annibal Arregui ist Mitarbeiter im Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien und widmet Teile seiner feldforscherischen Aufmerksamkeit einer speziellen Form der Koexistenz zwischen unterschiedlichen Lebensformen in der Stadt. In seiner Ethnographie zur Rekonfiguration urbaner Wildschwein-Mensch-Verhältnisse, kann ich hier die Titel nochmal zeigen, urbaner Wildschwein-Mensch-Verhältnisse in Barcelona zeigt er nicht nur die vielfältigen Interaktionen und konträren Ansichten auf, die diese spezielle Kohabitation hervorbringt, sondern berührt damit auch sehr existenzielle Fragen der kosmopolitischen und nekropolitischen Dimension von Multispecies-Spaces. Was die Formung von Räumen, die raumgestaltenden Disziplinen betrifft, so wird die Steuerung von Tier-Mensch-Verhältnissen in der Stadt gleichfalls von kulturellen Wertsetzungen bestimmt. Mit verschiedener rechtlich-administrativer und räumlich-planender Steuerung des Vorkommens wilder Tiere im urbanen Raum wurde und wird die dynamische Wechselbeziehung zwischen Tieren und Menschen beeinflusst und zu regulieren versucht. In der Planungspraxis wurden dabei in den letzten Jahren Ansätze entwickelt, um auf verschiedenen Maßstabsebenen das Vorkommen von wilden Tieren in der Stadt einzubeziehen und zu fördern. Gemeinsames Ziel dieser Ansätze ist eine Grenzbearbeitung. Die strenge Abgrenzung urbaner Tierräume, wie zum Beispiel in Schutzgebiete und Biotope, vom Rest der Stadt soll überwunden und der Schutz und die Förderung des Vorkommens von wilden Tieren in den jeweiligen Planungsprozess integriert werden. Thomas Haug, der wissenschaftliche Mitarbeiter am Fachgebiet Freiraumplanung und außerdem Büropartner bei Paulina Haug Landscape and Urbanism, Büro für Stadtforschung und strategische Planung ist, wird die von ihm und Wolfgang Weißer entwickelte interdisziplinäre Methode Animal-Aided Design vorstellen. AAD soll es ermöglichen, Tiere eben nicht als bloße Dichtung oder bewegte und bewegende Bilder in die Entwurfsplanung einzubeziehen. Die Grenzen der bloßen Bewahrung eines vorhandenen Naturbildes überschreitend, werden die Bedürfnisse von Tieren selbst konsequent berücksichtigt. Tier-Mensch-Beziehung entwerfen, der Titel dieses Panels könnte durchaus in doppelter Lesart ein Programm der Betrachtung sein. Denn bei den differenten Konzepten von Verhältnissen zwischen Tieren und Menschen werden diese Wahrnehmungsformen selbst nicht unbedingt mitthematisiert. Die Frage, wie das, was passiert oder gestaltet werden soll, wahrgenommen, untersucht und entworfen wird, ist jedoch keine kleine. Wer denkt wann an graue oder rote Eichhörnchen, an Regenwürmer oder Molche,
leben und denken wir mit Arten, Populationen oder Individuen, in Lebensräumen oder Ökosystemen, in Öko-Ikonografien, in Städten oder Landschaften. Zählen, und das wäre mir besonders wichtig, soziale Milieus, verschiedene Berufsgruppen und Perspektiven und Finanzen. Was ist eine Gesellschaft letztlich, mit ihr auch die wissenschaftlichen Disziplinen, jeweils in der Lage und bereit, wahrzunehmen und einzubeziehen? Als Historikerin und Kulturanthropologin habe ich mich in den letzten Jahren mit gesellschaftlichen Entwürfen und dem Wandel von Tier-Mensch-Verhältnissen beschäftigt. Menschen entwarfen schon immer Beziehungen zu Tieren. In einer praktischen, gestalterischen Auseinandersetzung mit der nichtmenschlichen Umwelt und in einer eher dichterischen, wenn man so will, kulturell semiotischen Aneignung. Wie zum Beispiel in Naturkundebüchern, hier ein Beispiel aus Brehms berühmtem Tierleben, oder auch in der Satire, die sich damit beschäftigte, dass die Eichhörnchen in Boston so frech wurden, im frühen 20. Jahrhundert, dass sie eigentlich die Grenzen zwischen Tieren und Menschen verwischten oder zum Verschwinden brachten oder auch in der Interaktion im städtischen Freiraum. Städtebildung, die Gestaltung der Umwelt, ist eine existenzielle Naturen- und Kulturenbildende Relation der modernen Gesellschaft. Die Neubearbeitung von Grenzen, von der Undine Giesecke gestern Abend sprach, die Einführung von Naturen, Kulturen und einer More Than Human Scale ist schließlich selbst ein vorläufiges Ergebnis historischer Prozesse und gegenwärtiger gesellschaftlicher Aufmerksamkeiten. Von Naturschutz und Lebensreform an der Wende zum 20. Jahrhundert, den Jahren der ökologischen Revolution, von der Umweltkonjunktur von Tschernobyl bis Rio de Janeiro zur Umweltpolitik zwischen Globalisierung und Lokalisierung, erlebten Naturen verschiedene Konjunkturen, wurden auf verschiedene Weisen zu Naturenkulturen. Und oft fielen diese Aufmerksamkeiten auch mit städtischen Fragen zusammen und es ging auch insbesondere um Tiere. Der Umwelthistoriker Jens Ivo Engels machte für die 1970er Jahre gar einen Weg von der Sorge um die Tiere zur Sorge um die Umwelt aus. Die Verstädterung der Welt war auch immer die Verstädterung der Arten, wie die Zeitschrift Derive vor einigen Jahren ein Themenheft betitelte. Das gilt für wilde Tiere ebenso wie für Laborratten, Grillhähnchen und Schoßhunde. Würden wir das inspirierende Spiel von gestern Abend wiederholen, so wären manche vielleicht geneigt, letztere dem Bereich der Kultur zuzuordnen, während wilden Tieren weiterhin etwas Naturhaftes anhaftet oder eben angeheftet wird. Die urbane Natur, die der Umwelthistoriker Etienne Benson am Beispiel der Urbanisierung des grauen Eichhörnchens in New York ausgemacht hat, ist ein Prozess gleichzeitig soziokulturellen und biophysikalischen Wandels. Tiere verändern die physische Stadtnaturkultur. Sie bauen Nester in Gebäuden, richten sich in Dachstühlen ein, suchen Futter in Schrebergärten, durchbeißen Bremsleitungen, graben, jagen, schlafen und leben in der Stadt. Sie verändern dabei auch die ästhetisch-emotionale Skala, werden zu Schädlingen, Schützlingen oder Nützlingen, urbanen Ikonen und Symbolen von Globalisierung, Migration und Klimawandel. Mittlerweile hat sich die Situation zwar erheblich verändert, doch bis vor einigen Jahren, so kann man festhalten, haben Tiere in der gesellschaftswissenschaftlichen und planerischen Wahrnehmung und Forschung eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Während Gärten, Landschaft und Natur, bisweilen auch synonym verwandt, dabei immer eine Rolle spielten, so scheint es, dass Tiere die längste Zeit eher passierten, vielleicht noch Landschaftsbilder bereicherten und belebten. Unter dem Schirmbegriff der Human-Animal Studies integrieren seit geraumer Zeit verschiedene Wissenschaftlerinnen Tiere in die Forschungslandschaft. Mit Tier-Mensch-Verhältnissen rücken auch fundamentale kulturelle Relationen ins analytische Blickfeld. Tiere sollen nicht länger nur Statisten des Anthropozäns sein, sondern wissenschaftlich wie Gesellschaft Anerkennung und Repräsentation als zu beachtende Subjekte erfahren. Sie sind Wesen mit eigenen Bedürfnissen und mit Wirkmächtigkeit, die sich dem urbanen Raum anpassen, ihn mitprägen und verändern. Kosmopolite Tiere unterscheiden kaum zwischen ländlich und städtisch, migrieren zwischen diesen Welten, die wir hervorgebracht haben und die sie formen. Tiere verbinden Räume, indem sie Bakterien, Pollen, Futter, Pflanzen und Menschen zirkulieren lassen. Sie überschreiten Grenzen zwischen Kultur und Natur, körperlich und diskursiv. Der Diskurs um invasive Arten wäre ein Beispiel dafür. Human-Animal Studies begreifen sich bewusst als interdisziplinär und so sind die Zugänge vielfältig.
Posthumanistische Konzepte betonen die Dezentrierung des neuzeitlichen Modells von Menschen zugunsten einer Einbeziehung tierlicher Akteure. Environmental Humanities fordern neue Zusammenführung von Natur- und Humanwissenschaften. Die Multi-Species Ethnography und die Urban Animal Geography betonen, dass Städte in der Geschichte wie in der Gegenwart immer schon Multi-Species Spaces waren. Eine multidisziplinäre Sicht auf Tier- respektive Natur-Mensch-Verhältnisse wurden von Seiten der Multi-Species Ethnography entwickelt. Diese anthropologische Perspektive richtet ihre Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Verflechtungen, nennt die auch Entanglements, von menschlichen und nichtmenschlichen Lebewesen mittels eines Kultivierens von Aufmerksamkeiten. Tiere und Menschen sind hier relationale Wesen in einer sich stetig wandelnden Assemblage aktiver Akteure innerhalb verschiedener Kontaktzonen. Eine weitere zentrale Frage ist, wie verschiedene Wissenspraktiken verschiedene Assemblagen und Welten hervorbringen. Der analytische Entwurf differenter Welten und der More Than Human Places zwingt dazu, die Natur-Kultur-Dichotomie grundsätzlich in Frage zu stellen, sie durch eine fluidere, relationale Perspektive auf kulturelle Praktiken und Raumformationen zu ersetzen. Wenngleich die Planungswissenschaften schon lange an der aktiv-praktischen und soziokulturellen Integration von Tieren in die Gewöhnlichkeiten der modernen Gesellschaft beteiligt sind, haben sie sich an den kultur- und sozialwissenschaftlichen Diskursen zum urbanen Tier-Mensch-Verhältnis bisher kaum beteiligt. Deren theoretischer und praktischer Beitrag zu Planungsdiskursen wiederum ist bisher gering, obschon das Interesse an urbaner Wildnis in jüngster Zeit beständig wuchs. Donna Haraways These der Implosion von Natur und Kultur gab auch der Stadtforschung Anlass dazu, Fragen nach Tieren und dem Lebendigen in urbanen Kontexten zu stellen. Wer ist Teil der Stadt? Wem gehört sie vielleicht? Und wer macht sie eigentlich? Lässt sich Tierleben ebenso gestalten wie Pflanzen? Die Geografen Philo und Wilbert unterscheiden hier zwischen Animal Spaces und Beastly Places. Erstere sind Tieren zugewiesene Räume, zum Beispiel Zoos, Zuchtbetriebe oder Pelzfarmen. Beastly Places hingegen sind jene Orte, die Tiere durch ihr Handeln kreieren. Stets geht es hierbei also um den Gebrauch, die Aneignung und Deutung bestimmter Orte, an denen Tiere leben, die sie aktiv und wirkmächtig besiedeln, die ihnen zugewiesen werden. Dass aktive planerische Formen naturkulturellen Lebens, wie es in Barcelona eine Herausforderung darstellt und wie es AAD vorsieht, bringt nicht nur übliche Entwürfe von Stadtlandschaften und Stadtleben in Bewegung, sondern wirft grundlegende Fragen auf. Um welche Tiere soll es gehen? Welche Arten ziehen wir überhaupt in Betracht und warum? Welche Grenzen zwischen lebens- und schützenswert, ästhetisch ansprechend oder ökologisch sinnvoll werden gezogen? Um dies zu verstehen, müssen wir die Instabilitäten und das auch in historischer Perspektive der Definition des Menschlichen und Tierlichen, des Natürlichen und Kulturlichen begreifen, die die jeweiligen Disziplinen ebenso betreffen wie das, was wir zu erforschen meinen. Was ein wildes oder domestiziertes Tier, was ein schützenswertes oder schädliches, ein ästhetisch oder anderweitig wertvolles Lebewesen ausmacht, mag für Biologinnen anders zu beantworten sein als für Planerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen. Indes sind alle an der Deutung und Gestaltung von Tier-Mensch-Verhältnissen beteiligt, an der Dichtung und dem Gärtnern. Ich freue mich auf die Perspektiven der Gärtnerinnen und Dichtenden und darf übergeben an Thomas Haug.